Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, ich habe jetzt ja noch einen Tag gewartet und mache jetzt bei Frau Peckart weiter. Ich habe gerade noch an dich gedacht, während ich die Torte mit Eis und Beeren ausstattete. Kannst du runter zu Andy reiten und ihn fragen, ob er mit uns Kaffee trinken will? Klar. Jetzt habe ich die Nummer wieder vergessen, meine Aufnahmeuhr zu starten. Egal, jetzt gucke ich halt einfach mal auf den Wecker. Das passt dann auch schon mal. So, dann fix runter zu Andy wieder. Das ist ja immerhin auch eine ganz schön kleine Strecke zu denken. Und dann mal gucken. Was wir als nächstes machen. Ich würde dann als nächstes gern zum See und dann mal gucken. Vielleicht dann nochmal zum Silberkleid-Schloss, damit wir das dann endlich mal fertig haben. Und der Keller endlich mal wieder normal begehbar ist. Mal sehen, ob er immer noch so sehr unter Wasser steht. Andy war, glaube ich, dort hinten. Genau, da ist die Hütte. So, Andy-Leinchen. Hallo. Oh, Omas Pfannkuchentorte ist das Leckeres auf der Welt. Ich habe leider gerade keine Zeit. Aber hebt mir ein Stück auf. Dafür bin ich jetzt hier runtergeritten, um zu hören, dass er keine Zeit hat. Wirklich. Das ist unglaublich. Wirklich sehr unglaublich. So, dann reiten wir halt fix schnell wieder zurück. Ich weiß gar nicht, worum muss ich denn jetzt reiten? Ist eigentlich egal, hier rum. Wegen der Karte, wie kommt man denn? Ich habe keine Ahnung, wo der Bergpass ist, wo man dann zum Dingssee kommt. Ich glaube, dort hinten irgendwie rum. So, jetzt bin ich mal auf die Torte gespannt, auf diese... Ich denke, wir kriegen wieder irgend so ein komisches Essens-Dings-Teil ins Inventar. Wollte ich jetzt mal so schlussfolgern. Ich hoffe, wir können das dann verkaufen, weil wir benutzen natürlich diese Dinger eh nicht. Ich verstehe auch den Sinn und Zweck von dem Zeug nicht. Oh, tatsächlich, ja. Aber Andy, meine Pfannkuchentorte ist nämlich sein Lieblingsessen. Wir müssen ihn ein Stück aufheben. Nach der ganzen Arbeit haben wir uns eine Kaffeepause verdient, oder nicht, Lara? Setz dich und hau rein. Okay, ich setz mich. Dann essen wir jetzt erstmal. Oh, wie peinlich. Ich habe meine Tischmanieren ganz vergessen. Was für ein schöner Tag das gewesen ist, Lara. Andy, tut mir ein wenig leid, dass er nicht dabei sein kann. Hast du Lust, ihn ein Stück Torte zu bringen? Gut, das war mir fast klar, dass ich das machen muss. Gut, dann bekomme ich doch nichts. Dann habe ich jetzt sowas gegessen. Ah, das ist auch voll und ganz okay. Reiten wir das mal fix zu Andy. So. Oh, hier lang. Passt vielleicht Silverkleid als nächstes am besten. Dann können wir halt nämlich einfach weiterreiten und müssen dann nicht noch so einen ewigen Umweg dann wieder zum World Aid reiten. Ich denke, das machen wir dann als nächstes. Vorausgesetzt, ich muss mich nochmal zurück zu seiner Oma. Das wäre dann an sich nicht ganz in Ordnung, wenn wir das gleich so machen. Oh, diese Waldgeräusche sind so schön. Ach, ich halte hier lang. Mal gucken, wie lange ich Windmelody noch brauche, Windmelody auf Level 15 zu bringen. Mal sehen. Oh, wie schön, dass ich auch ein Stück bekomme, denke ich. Denke an euch beide. Tolle Kochjacke. Ich habe eine alte Kappe, die da dazu passen würde. Hier, nehmen Sie. Mein Kopf ist sowieso zu groß dafür. Jetzt esse ich Torte. Nom nom nom. Ich bin doch viel größer als du, als ob ich... Naja. Ja, das ist doch meine schicke Mütze. Ach, das würde ich sowieso nie wieder anziehen. Rein theoretisch kann ich die Sachen verkaufen, die bringen wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, ich verkaufe das. Wieder anziehen werde ich die Sachen sowieso nicht. Deswegen will ich die, glaube ich, verkaufen.
kann ich mir davon wenigstens schöne neue Sachen kaufen aus den Laden, aus den ja, Shopping Center oder von anderen Dingen. Aber wieso soll ich Sachen behalten, die ich sowieso nie wieder anziehen werden sollte? Eine Kochjacke und ein Top, sehr schön. Obwohl, ist doch noch eine ganze Ecke bis Silverclade. Dann reite ich vielleicht bis zu Steve's Farm und versuche dann von dort aus mit dem Transporter dorthin zu fahren. Ich denke, das ist so ganz passend. Ja, doch, das sollte. Sonst würde das ja zu lange mit den Reiten dauern. Das sind ja zusammen fast 1000 Schillinge. Das ist ja eigentlich ziemlich gut. Das sind sogar, naja, fast, oder? 3, 9. Ach, nicht ganz, aber fast. Ich glaube 13. 23. Nicht ganz, aber fast. Ich habe nämlich von mir erstmal alles sowas wirklich so championatstauglich in Anführungsstrichen, ist also wirklich diese höchsten Werte jeweils auf Reiten und so hat zu kaufen, damit ich dann damit halt ein bisschen besser ausgestattet bin. Habe ich jetzt erstmal vor, das alles nacheinander brav in Shopping Center abzukaufen. Mal gucken, wie weit ich da komme. Auch für mich und das Pferd natürlich. Ich habe das immer vor, so ein bisschen abwechselnd zu machen. Ein Teil für das Pferd, dann ein Teil für mich und so weiter und so fort. Das wird so ewig dauern, bis ich da irgendwas zusammen habe, aber ja. So, ein Pferdetransporter bringt euch mit einem Pferd nach Silverclade. Pferdesportcenter. So, dann reiten wir jetzt mal fix zu den guten Herren dort hinten. Oh, leckt das gerade. Dann schauen wir doch mal fix. Baum. Ah, Mauer. Ich hoffe, wir sind jetzt hier wirklich endlich mal fertig. Ich denke, mit Annie und so und seiner Oma sind wir jetzt endlich mal fertig. Dann haben wir diese Quest jetzt schon mal abgeschlossen. Ja, müsste eigentlich jetzt fertig sein. Mal sehen, ob wir dann diese hier auch fertig bekommen. Oh ja, das sieht ja gut aus. Na, schau mal, alles fertig. Wie schön. Es ist Zeit für mich, zur nördlichen Verbindungsstraße zurückzukehren. Ich hoffe, der Chef wird nicht sauer, weil ich so lange weg war. Bis bald. Komm, ich besuche, wenn du willst. Und sag der Baroness, dass der Keller wieder ausgebaut ist. Dann freut sie sich. Ich verschwinde hier, sobald du mit ihr gesprochen hast. Wir sehen uns. Okay, heißt das, ich soll dann zu ihnen an der nördlichen Verbindungsstraße reiten und mit ihnen reden? Pferd, du bist dort. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr mich die Baroness belohnt. Das wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, was ich alles bekomme. Aber so viel wird es nicht sein. Mach da hinten. Hallo du, der Keller ist fertig. Ausgezeichnet. Dann werde ich mir das Ganze mal angucken. Triff mich dort, Lara. Okay, dann reiten wir dort fix hin. Und fragen wir, wie sie es findet. Also wir fragen sie, wie sie es findet. Na. Ja. Verdammt. Und jetzt einen Rückwärtsgang einlegen, Pferdchen. Einen Rückwärts. Komm, auf rückwärts. Pferdchen. Dankeschön. Oh, das ist ja unglaublich mit diesen Mauern hier. Das ist so gemein mit dieser doppelten Mauer. Ich bin da schon so oft hängen geblieben, weil ich dachte, oh, eine Mauer, da kannst du drüber springen und dann bleib ich in der Mitte hängen. So, Baroness. Du hast das ausgezeichnet, Gemelacher. Du bist ebenso guter Baumeister wie ein Kell. Wie Weinkenner und Reiter. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Wie groß der Keller jetzt ist. Hier werden wir massenhaft Jahrgänge lagern können. Oh je, du hast auch gewischt.
Sauber war es hier noch nie. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ernsthaft, jetzt ist sie wieder draußen. Oder wo ist sie jetzt? Ist sie draußen? Steht sie draußen? Ne, ich glaube, sie steht draußen. Vor allem, wenn sie den Kenner ein bisschen besser kennen würde, wüsste sie genau, dass der Raum davor schon da war. Aber ich habe gesehen, wir bekommen 200 Schillinge. Jorvik-Schillinge, das ist ganz nett vom Preis her. Da muss ich mal gucken, dass ich nicht bald mein Maximum erreicht habe. Aber ich denke, dazu habe ich noch ein bisschen Zeit. So, als Dank habe ich eine Belohnung für dich. Außerdem will ich dir noch diese Jacke geben. Die trug ich, als ich jung war. Sieh es als einen Bonus für deine fantastischen Shop an. Nicht schlecht. Okay. Ach so, heiliges Wissen, die ist auch hässlich. Also nicht so mein Stil. Gehe ich dann auch verkaufen. Die Schuhe behalte ich, die gefallen mir. Na, der Rest muss doch nicht sein. Muss ich jetzt noch zur Verbindungsstraße reisen? Ja, tatsächlich, da oben habe ich jetzt einen Northlink. Dann reite ich dort mal fix hin. Also ich meine, wenn sie wenigstens die entsprechenden Werte hatte, würde ich drüber nachdenken, sie zu behalten. Aber die ist ja wirklich sehr pink. Gut, das kann auch ein bisschen lila-mäßig sein, aber nein, wirklich nein. So, dann hier nach oben. Dann hoffen wir doch mal, dass der Praktikant jetzt nicht komplett, naja, gefeuert worden ist, weil er so lange weg war. Das waren ja doch ein paar Tage. Oh, da ist er ja. Ja. Da wäre ich fast dran vorbeigeritten. Hallo du, wie schön dich zu sehen. Gut, dass du gekommen bist, denn bald bin ich nicht mehr da. Dieser Shop ist einfach zu langweilig. Niemand ist aufgefallen, dass ich weg war. Nichts ist organisiert und niemand kümmert sich darum, wer was macht und was dass wir die Natur zerstören. Das ist nichts für mich. Ich möchte lieber etwas Produktives als etwas Destruktives machen. Der Weingarten? Ja, ich weiß viel über Wein. Du hast recht. Das wäre perfekt für mich. Mit der Baroness spreche und sie von dir grüßen. Danke für deinen Tipp. Das mache ich. Es ist ein bisschen komisch, aber wir haben einander doch gar nicht vorgestellt, Lara. Was für ein schöner Name. Ich heiße Conny. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Wo habe ich denn jetzt diese? Ich habe hier irgendwo noch einen Auftrag. Ist das jetzt hier irgendwie ein kleiner Fehler oder ist hier wirklich noch was? Hier noch jemand was mir wieder. Jemand was mir? Weil hier ist ja nichts, aber hier ist noch so ein komischer Punkt auf der Karte. Genau dort eigentlich. Ich reite mal kurz nach oben. Ah, ja, tatsächlich. Okay, gut, aber ich würde sagen, mit dieser Quest hier machen wir es beim nächsten Mal weiter. Denn ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder von euch. Habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch eine wunderschöne Zeit. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.